Gut, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Massilia, genau. Massilia haben wir Rake, hast du eigentlich das nachgeholt? Moment, ich muss mal schauen wegen Sound, ob alles passt. Ja, passt alles. Klar, gut. Ich habe ja letztes Mal Massilia, ich glaube 2000 oder so gegeben. Und dann haben die wieder angefangen, sich eine Armee zusammen zu basteln. Aber genau, das war die ist irgendwie hier hingegangen. Ich weiß nicht warum. Aber okay. Hier ist alles Klärchen. Pontos hat hier ziemlich aufgeräumt. Okay, ja, also. Wow. Klar, heute keine Schocker. Warte mal. Da ist ein Ding runtergefallen. So, Syrakus ist riesig. Alter. Okay. Also am Schluss wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Also ich mache jetzt auf jeden Fall den Norden platt. Also die ruhiger werden die der heftige Gegner sein. Aber hier im Süden ist halt Pergamon, Galatien und Syrakus. Und was macht Baktrien da unten? Baktrien startet hier. Da, nee, Roxalen sind auch hier. Was ist denn das hier? Alter, wie groß sind denn die? Normalerweise ist es also so, dass irgendwie so ein, zwei Ganten riesig werden. Und die anderen sind so winzig. Dass Athen nichts gemacht hat, ist echt seltsam. Dass die ja nicht groß geworden sind. Okay, also Galatien und Syrakus. Galatien, Galatien. Also Galatien ist auch hier unten. Irre. Massilia. Also Marcel. Was? Also ich dachte schon, hä, wie sind die da unten? Aber das sind die. Irgendein anderer. Gut. Dann will ich mal noch mal kurz schauen, wo meine Armeen sind. Also hier in Korsika. Okay. Kampfgeist ist natürlich auch geil. Also Kampfgeist ist nicht schlecht. Okay, dann machen wir Kampfgeist. Du bist schon 55, du brauchst eigentlich keine Frau mehr. Die 500 erste, so nicht die 300 erste. Naja, egal. Ich meine nur, weil wir schon alles mit drei haben oder der andere mit drei. Gut, Fanboys müssen auch irgendwo da unten sein, genau. Spartas Furz. Was ist bei mir los? Und Ares. Genau, der macht einfach, rekrutiert einfach weiterhin Bogenschützen. Gut, wir haben keine Nahrung mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da brauche ich Holz. Minus 4 Nahrung, das lassen wir mal. Minus 8 Nahrung, das lassen wir mal. Sind alle so teuer. Minus öffentliche Ordnung ist in Ordnung. okay, gut. Dann sind wir hier soweit. Und ich glaube, okay, letzte Runde bin ich noch nicht gelaufen. Ich die letzte Runde nicht eingenommen? Ah, ich glaube, ich bin wieder hier hingegangen und da wurde sie wieder zurück eingenommen. Irgendwie so.
wieder kein Geld. Na gut, dann schauen wir mal. Also, auf jeden Fall wird der Osten noch extrem, extrem schwer. Galatien ist eigentlich, ja, hat eigentlich nicht so viel gute Einheiten. Was hat denn Galatien für Spezialeinheiten? Fällt mir gerade gar nicht ein. Gescheiterter Bestechungsversuch hier. Rang erhöht, Forschung abgeschlossen, Verschleiß, natürlicher Tod, Elendsviertel. Natürlich kommt hier jetzt gleich sofort ein Elendsviertel. Ist das nervig. Und deswegen haben wir auch gleich minus 8. Es gibt nämlich minus 3, minus 5 auf Nahrung. Okay. Soll ich mit einer Armee in Tarraco anlegen und mit der Armee dann Spanien einnehmen und mit den oder mit den zwei mit also die zwei fahren vielleicht nach Marsilla und gehen dann runter nach Spanien und Portugal und die beiden, also die, also mein Furz und, und die 501. kümmern sich um den Norden. Das können wir ja sogar machen. Was passiert, wenn ich hier rausgehe? Na komm. Null. Okay, null ist in Ordnung. Garnison. Okay, die haben halt noch keine Garnison, aber nächste Runde, ab nächster Runde haben die eine Garnison. Das ist dann in Ordnung. So, da, so, da. Dann haben wir hier Aufmerksamkeit. So, ein Mitglied eurer Familie hat beträchtliche Schulden aufgehäuft. Ah, schon wieder. Seine Taten haben ihn und die und der ganzen Familie großen Schaden gebracht. Die Schulden bezahlen, ihn enteignen. Ich enteigne ihn. Ich glaube, enteignen ist in dem Fall gar nicht so gut. Weil er dann zur gegnerischen Partei überläuft. Irgendwie so. Egal. Normalerweise zahle ich dann die Schulden. Oder er stirbt. Ich glaube, der wird dann umgebracht oder so. Was haben wir hier? Wie weit sind wir? Schon zu. Okay, königliche Kaserne können wir schon machen. Wir können schon den Schmied. Würde aber gerne wieder ein bisschen Nahrung machen. In der Farm und Wohlstand. Das ist gut. Das ist gut. Hier mal öffentliche Ordnung. Ja, aber das kostet auch Nahrung. Nahrung. Ja, zwei Nahrung ist in Ordnung dafür, dass wir bessere Einheiten bekommen. Minus Nahrung, das kostet nichts, aber das bringt auch in meinem Fall jetzt nichts. Okay, komm. Gut, dann bringen wir dich mal in Position. So, mit den Arvenern habe ich natürlich noch nichts verhandelt. Ist die öffentliche Ordnung nicht so geil. Ja, in 8 Runden. Ja, ich will erstmal meine Nahrung in Ordnung bringen. Du bekommst natürlich den Historiker. Und das Ausweichen.
Ich habe mit den weisen Frauen gesprochen und sie alle reden von einem Abkommen. Ja, nee. Sorry, tut mir leid. Ah, dieses Kabel. Vorne rum nervst, hinten rum nervst auch. So, Schutzbündnis mit. Volk, versiert im Gebrauch von Reichtum und Macht. Und wir lieben Gold. Trapezunt. Wer ist ein Trapezunt? Wieso haben wir schon einen Nicht-Angriffspakt? Nee. Wahrscheinlich einfach ein Nicht-Angriffspakt? Achso. Ja, aber nö, weil die haben das nö. So, das ist natürlich jetzt blöd. Das ist natürlich jetzt mega blöd. Okay. Der plündert halt gerade auch. Streifmachter. Warte. Dort aufstellen. So. Achso, kannst du noch nicht. Erst nächste Runde. Gut. Ich brauche auch auf jeden Fall Nahrung. Ich erkläre mal. Warte mal. Wie viel Prozent haben wir denn? 24%, aber warum? Loyalität sichern. Noch 4%, okay. Aber die kommen ja wieder. Also nächste Runde mindestens spätestens kommen die wieder. Gut, dann mache ich hier Nahrung. Öffnen hier Ordnung. Warte, hier mache ich den da stattdessen. Okay, ich gehe mal hier hin. Und nächste Runde greife ich die ruhiger an. Wieder können hier schon mal einfach plündern. Bekomme ich schon mal wenigstens Geld. Warte mal. Mit den Gewaltrudern. So fangen, ja. So fahren die nur ganz kurz in der Todeszone im Meer. Und deswegen passt es. Minus Nahrung. Das kostet alles Nahrung. Aber wieso haben wir plötzlich so viel? Warte mal. Ja, okay, gut. Dann nächste Runde und, also wie gesagt, nächste Runde greife ich die beiden Gebiete an. Die Schildwand ist in. Nee. Du wirst gleich angegriffen. Genau, dann greife ich den an. Und damit sollte eigentlich. Ich habe die Stadt halt nicht ausspioniert. Könnte ich aber davor noch machen, also wenn mein Spion da in der Gegend ist. Bedürfnis nach Kavallerie, oh ja, habe ich wirklich. Habe ich aber nicht. Rekrutieren Würdenträger. Alter, das geht halt immer weiter nach unten. Obwohl ich hier jetzt Nahrung baue und so weiter. Okay, dann mache ich mal. Hier Spionen.
Ich mache wirklich Spionin und nicht sowas zum, keine Ahnung, für die Armee oder so. Öffentliche Ordnung ist eigentlich ganz gut hier. So. Der bleibt da, der geht jetzt mal hier hin. Der Pfad ist verschwert, von wegen. Und let's go. Okay, das können wir automatisch machen. Da ist keine Armee drin. Irgendwer kloppt draußen irgendwo rum. Keine Ahnung warum. So. Okay, das war jetzt unpraktisch. Die haben keine Nahrung produziert. Ja, aber produziert Nahrung. Okay. Krieg erklären. Die Piktonen sind deren Verbündete. Okay. Das besetze ich dann auch einfach, damit ich die Nahrung bekomme. Okay, 3 Nahrungen schon mal. Das ist schon mal was. Hier, das da, hier. Das da, hier, das weg. Okay. Aha, ich bekomme die trotzdem noch. Okay, alles klar. Das war schon mal ganz gut. Hier hat der nochmal. Mit 4 Einheiten. Okay, mal Gewaltmodern. Dann hier hin. Ah, verdammt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier nochmal seltener sind. Aber. Oh, 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 oh. Das ist ein Admiral, das ist nicht gut. Ich erwarte eure Befehle. Rudert, ihr Verfluchten! Rudert! Das ist nicht gut. An sich hätte ich, also der wird hier hinkommen. Ah, ja, jetzt seht ihr, wie weit der kommen wird, also maximal. Dann da wäre ich nicht weggekommen. Schade, schade, schade. Da muss ich mal schauen. Den mache ich zum Kommandanten wieder. Der hat immer noch keine Frau. Aber in letzter Runde konnte er keine Frau bekommen. Jetzt kann er. Juhu, Hochzeit. Gemeine Ehefrau. Juhu. Ist super. Opportunistischer Ehemann. Ja, wunderbar. Eret King Lion. How goes at you? Perfektes Englisch. So, warte, geht diplomatisch noch was? Weiß ich nicht. Können wir mal gucken. Also, diplomatisch. Galatien treten wir bald in den Hintern. Nee, nicht wirklich. Oh, das ist die letzte Flotte von Rom. Die will ich dann vernichten. Oder die will ich nicht, aber ich werde. Die konnten jetzt auch nochmal hier gut aufrüsten. Hier auch. Von meinem Geld. Und hier auch. Okay. Marsilia konnte schon wieder zurückkommen. Das ist schon mal gut. Warte mal, die Kinder, ja, das ist wurscht. Achso, warte mal,
Ist meine Schmiede schon fertig? Nope, nächste Runde. Gut. Ja, der bekommt nichts. So. Wir müssen mal schauen, also ich will auf jeden Fall irgendwo die königliche Kaserne machen. Die Frage ist nur, wo? Wahrscheinlich wäre Rom am besten, weil Rom ist wirklich der Mittelpunkt. Die königliche Kaserne ist so richtig, richtig teuer. Verschleiß, Nahrungsmittelknappheit immer noch. Es ist zwar jetzt Frühling, also Nahrungsmittelknappheit ist nicht mehr ganz so krass. Aber die ist immer noch krass genug. Okay, aber der. Okay, wir wurden hier aber nicht angegriffen, das ist gut. Na, verdammt. Wie, die haben eine Einheit verloren? Ja, die habe ich schon, ja. So, auch alles erhöhen. Selbst die Pikeniere haben schon 100 Moral. Das ist halt so abnormal. Die haben 104. Die haben. Alter, ja, wow, krass. Wie alt ist denn der General? 48 erst und hat schon solche krassen Boni. Der hat was geleistet. Wenn ich hier rausgehe, bin ich wo? Minus 10. Würde ich noch eine Runde warten? Du gehst mal hier hoch. Der hat sehr viel Einfluss auf die öffentliche Ordnung. So, hier könnte ich Monument des Leonidas machen. Zwei Macht pro Runde für eure politische Partei. An sich müssen wir das in der Larissa machen. Weil hier war ja die. Nee, hier oben war die Schlacht, oder? Warte mal. Ja, hier oben war die Schlacht. Egal, wir bauen die in Rom auf. Runden. Ah ja, okay. Königliche Kaserne hatten wir da unten schon. Also alles gut. So, hier, die kümmern sich dann auch um Massilia. Wie sieht's hier aus? Öffentliche Ordnung ist perfekt. Ja, komm. Gut, dann kommst du mal hier hin. Die öffentliche Ordnung hier ist ein bisschen negativ. Weil die hier plündern. Ich pumpe jetzt alles voller Nahrung hier. Da kann ich noch was für Nahrung machen. Hier. Das war's. Ich kann mir jetzt eh nichts mehr leisten. So, jetzt plündert er in seinem eigenen Reich? Nee, oder? Gehört ihm Massilia? In 300 Leonidas. Ich will keine Schriften oder Monumente. Rome, Monument des Leonidas.
Ja, gibt's ja in echt auch. So eine Statue.